Kunst und Krempel schaue ich jede Woche. Und ich wollte auch gerne mal so ein Bild besitzen. Und ja, da habe ich mir das gekauft. Also das Namensschild steht Stadermann drauf. Und da wollte ich eben mal wissen, ob das jetzt wirklich echt ist. Weil mich hat immer ein bisschen stutzig gemacht, dass das kleine Format, wenn man immer in Kataloge oder sowas reinschaut, da sind die Formate immer größer. Und darum bin ich mir nicht sicher, ist es jetzt ein Stadermann oder ist es nicht. Einen schönen guten Tag. Grüß Gott. Da wird einem kalt. Ja. Ja. Richtig Winter ist da. Winterlich. Wenn man mit den Augen in das Bild hineinkriecht, dann fühlt man sofort die Folgen. Wieso sind Sie damit da? Ich wollte schon immer mal ein Bild von einem bekannten Maler haben. Und das Bild hat mir von Anfang an gut gefallen. Wie lange haben Sie es schon? So ungefähr 4, 5 Jahre. Ja. Ich habe das Bild übers Internet gekauft. Ich habe gesehen, dass das Bild eine Signatur hat. Ja, so halb links. Und wie gesagt, die Landschaft, die Bäume, die Eisfläche hat mich so fasziniert. Es sind ja Schlittenfahrer drauf und sind Skifahrer drauf. Skifahrer sind Sie? Ja, ich glaube, da oben. Ja. Also jedenfalls, was faszinierend ist, und das verstehe ich, ist diese Vermittlung der Atmosphäre. Ja. Der Kälte, des Winters, des Schnee, des am Eis arbeiten, ob das jetzt Fischen ist oder Eisbrechen. Diese Situation, die wir alle kennen, noch meistens von unserer Kindheit, wie es sein kann, wenn man am Land, am Wasser im Winter ist. Es ist sicher nicht Wintersport, wie Sie meinen, sondern es handelt sich hier doch um das Aufschneiden des Eises zu einem Loch. Und die Eisschollen sind dahinter aufgetürmt. Die Männer sind mit Stangen dabei, dieses Eis zu ernten und vielleicht auch bei der Gelegenheit in das Eisloch ein Netz zu werfen und Eis zu fischen. Und das ist ein winterliches Vergnügen. Zugleich ist es Vorsorge. Und das ist aber ganz nebensächlich. Die Hauptsache ist eben die Darstellung der Natur und diese verschiedenen Aggregatzustände des Wassers und was Kälte damit macht. Also diesen Eisnebel, den Schnee, die Eisfläche, die erfrorene Vegetation. Wir sind in München des ausgehenden 19. Jahrhunderts, auch in einer Tradition, die das Winterbild pflegt. Das geht ja schon auf 17. Jahrhundert zurück. Wenn man versucht hat, Jahreszeiten zu malen, dann war ein Winterbild mit Menschen, die im Winter irgendetwas arbeiten oder tun. Das ist auch in der Tradition der Versuche, die Atmosphäre in die Stadt zu bringen, den Leuten zu erklären, wie es da wirklich draußen ausschaut. Auch um eine Form von Wirklichkeit zu bringen. Hier wird nicht nur dargestellt, sondern hier wird auch ein Gefühl vermittelt, nicht? Also dieses, so wie ich da reinkommen bin, zu Ihnen gekommen bin und als erstes diesen Schauer empfunden habe, das ist die Absicht der Maler mit solchen Bildern. Diese Illusion. Ist ein Kabinettstück, was in einem sehr kleinen Raum hängt, einem Herrenzimmer, und wo man sich dann versammelte und diese Sammlung kleiner Formate bestaunte, darüber sprach und die Malerei bewunderte. Was mich jetzt unsicher gemacht hat, ist das Format, weil wenn man immer von Stadermann Bilder sieht, das sind die immer größer. Nein, da gibt es diese Münchner Formate, diese langen, das gibt es auch. Aber das ist ein ganz ein traditionelles, typisches Format. Gut. In einer Reihe, ich könnte mir vorstellen, dass vom Stadermann da auch einen Sommer, einen Herbst und einen Frühling gibt. Mhm. Mit ganz ähnlicher Staffage. Und das ist ja brillant gemalt. Wenn Sie sich das dann zu Hause am Schirm anschauen werden, sehen Sie, mit was für einer Fertigkeit und Tüchtigkeit des Malduktus diese Figuren gemalt sind. Mit ganz wenigen, aber ganz treffenden Strichen. Also der Stadermann wird ja in letzter Zeit oder die letzten, sagen wir, 10, 15 Jahre so ein bisschen geringschätziger beurteilt, was aber, wenn man solche Bilder sieht, gar nicht gerechtfertigt ist. Ein Kabinettstück. Ich liebe so Landschaften. Haben Sie da eine Sammlergemeinschaft? Sind Sie? Nein, ich bin das mal Kollege, da ist man, war man behilflich. Okay, beim Tragen des schweren Bildes. Nee, aber okay, gut. Wenn wir zum Preis kommen, ich weiß nicht, was Sie jetzt im Internet bezahlt haben, ich schätze mal irgendwas 1.500, 1.800 Euro? Nee, ich habe so 900 Euro. Na, dann haben Sie schon einmal sehr gut gekauft.
Denn diese Bilder kosten halt bei Auktionen in der Größenordnung 1500, 1800, 2000 Euro. Und sie werden wieder steigen. Denn vor 20, 25, 30 Jahren war die Münchner Schule, dort kommt es ja her, sehr viel gefragter. Und da haben diese Bilder ungefähr das Zwei-, Drei-, Vierfache des heutigen Preises gebracht. Danke fürs Zeigen und wieder gut. Also, jetzt tragen Sie es nach Hause, gell? Wir bedanken uns auch für die Medaille. Dankeschön. Wiederschauen.